Berlin. Tag nach Kim, Mike erfährt von der Schwangerschaft. Kim hatte vor einigen Wochen einen Seitensprung mit Connor bei Berlin, Tag nach, mit bösen Folgen. Denn nun ist sie schwanger und erwartet ein Kind. Wird Mike nun die ganze Wahrheit über die Schwangerschaft erfahren? Kim, Natalie Bleichewood, hat Mike, Philipp Nikolic, noch immer nichts von der Schwangerschaft erzählt. Zu groß ist ihr schlechtes Gewissen, weil das Kind ausgerechnet von Connor, Jakob Grün, ist. Als Kim im Lai jedoch plötzlich übel wird, ist sie Mike eine Erklärung schuldig. Was sagt er? Sie hat ein schlechtes Gewissen. Kim kommt von ihrer Klassenfahrt aus London wieder und läuft als erstes Mike über den Weg. Ihr schlechtes Gewissen, ausgerechnet mit seinem Sohn Connor geschlafen zu haben und dann noch von ihm schwanger zu sein, frisst sie innerlich förmlich auf, als sie im Lar wieder von einer Übelkeitsattacke heimgesucht wird. Bekommt Mike durch einen Zufall heraus, dass Kim schwanger ist und glaubt natürlich, dass das Kind von ihm ist. Zuerst weiß er nicht, wie er damit umgehen soll, und Kim fürchtet schon, dass ihre Beziehung vor dem Aus steht. Wie es weitergeht, zeigt RTL 2 heute um 19 Uhr bei Berlin, Tag Nacht. Schon gelesen? Berlin, Tag Nacht. Kim will ihr Kind abtreiben.